Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für den Videokurs entschieden haben. Lassen Sie uns diese Momente einfach ruhig angehen und so tun, als ob wir zusammensitzen würden. Ich werde Ihnen einige Tipps und Vorschläge geben, für die Erreichung Ihrer Visionen hilfreich zu sein. Sie müssen nicht alle Tipps umsetzen. Wenn Ihnen ein Tipp gefällt, dann üben Sie sich einfach daran, damit immer besser zu werden. Sie werden sehen, Erfolge werden automatisch passieren. Mein Name ist Nuri Tirit. Ich bin Visionscoach und Entwickler der Alpha-Phase-Methode. Ich werde Sie durch die einzelnen Lektionen im Audio-Videokurs Vision mit System führen. Was sind Menschen heute ohne Träume? Träume geben uns Auftrieb. Ist man ohne Träume nicht schon halb tot? Bleiben Sie Ihren Zielen treu. Glauben Sie an sich selbst und glauben Sie an Ihre Träume. Träume sind die Antriebsfeder unserer Existenz. Sie fordern von unserem Leben einen Sinn. Entscheidung. Entscheiden müssen Sie sich selbst. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Was wollen Sie wirklich? Jede Entscheidung bringt Sie entweder näher oder weiter weg von Ihrer Vision. Das Einfachste ist, dass Sie sich aus Ihrem Gefühl entscheiden. Erfüllen Sie Ihren Traum mit System. Jetzt sind Sie dran. Was ist eine Theorie wert, wenn Sie es nicht schaffen, sie in die Praxis umzusetzen? Nichts. Seien Sie erleichtert. Es ist sehr einfach. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit, Ihren Leben zu verändern? Ich sage Ihnen, Lesen und Denken ist einerlei. Erfolg hat nur, wer Taten folgen lässt. Deshalb entscheiden Sie sich. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgs-Online-Seminar Vision mit System Teil 12. Ich hoffe, dass ich Ihnen im letzten Video das Thema Affirmationen schmackhaft machen konnte. Vielleicht haben Sie auch schon begonnen, damit zu arbeiten. Heute will ich Ihnen einige Anregungen und Beispiele für Affirmationssätze geben. In der ersten Zeit werden Sie vielleicht noch nicht so viele Veränderungen erleben. Aber wenn Sie Ihre Affirmationen verbunden mit Visualisierungen regelmäßig anwenden, werden Sie ziemlich sicher Ihr Ziel erreichen. Was auch immer Sie in Ihrem Gedanken glauben, vorstellen und fühlen, wird wahr. Immer. Positiv wie auch natürlich negativ. Im Laufe der Zeit werden Sie in Ihrem Unterbewusstsein neue, erwünschte Programme schaffen, beziehungsweise alte, unerwünschte neu programmieren. Irgendwann wird das neue erwünschte Programm stärker sein als das negative. Und dann ist es mehr als einfach, Ihr Ziel zu erreichen. An dich. Heute begrüße ich Doris Taschkesan am Ort des Vertrauens. Immer alle Erfahrungen in der Gruppe, ja, klar, erzählen. Es gibt genau. Auch sehr so private Erfahrungen, die man halt nicht gerne mit allen dann in dem Moment teilen möchte. Ja? Also ich habe ja halt auch die Phase 1 schon vor längerem durchlaufen und der erste Effekt war, dass ich ganz ruhig geworden bin. Also das mit der inneren Gelassenheit, das hat bei mir in der Phase 1 vollkommen gegriffen. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja so eine hektische Nudel bin. Ich muss alles immer richtig haben und wenn was nicht klappt, dann habe ich mich sehr leicht aufgeregt. Und also das ging in dieser Woche ganz prima. Ne? Also jeder hat ja so ein Grundtemperament. Und bei mir war die Phase 1 erstmal, wo ich so gedacht habe, Mensch, toll, das funktioniert. Und da spricht so eine angenehme Stimme, die spricht dir da was vor. Das glaubst du, da lässt du dich drauf ein, klasse. Ja, dann habe ich mir natürlich halt auch das Set besorgt. Und dann habe ich die Phase 2 gehört. Und da ging es mir erstmal richtig. Heute sitzen wir am wunderschönen Strand und betrachten die Weite des Horizonts. Machen Sie es sich recht bequem, heute kommt sehr viel Input. Doch wie immer wird Ihnen alles nichts nutzen, wenn Sie das Wissen nicht in die Tat umsetzen. Ich will Ihnen mal was sagen. Ihnen ist nichts unmöglich. Sie sind ein Gewinner. Die ganze Natur ist auf Evolution ausgerichtet. Das ganze Leben ist auf Entwicklung programmiert. Es gibt nur ein Vorwärts, nie ein Zurück.
Allein auf der physischen Ebene ist ihr Körper und ihr Gehirn ein wahres Wunderwerk. Nach Schätzungen bekannter Tiefenpsychologen nutzen wir gerade mal 10% unseres gesamten geistigen Potenzials. Wenn wir in der Lage wären, 2 oder 3% dazu zu gewinnen, eröffnen sich uns Möglichkeiten, die nahezu an Wunder grenzen. So, wir sind hier jetzt in Solingen. Ne? Erstmal herzlich willkommen wieder bei Alpha Phase TV. Heute haben wir die Anke hier und die wird mal auch was von ihrer Erfahrungen von Alpha Phase erzählen. Was hast du alles so erlebt? Ne? Wir haben uns dann, hast du viel erlebt? Ja. Gut, dann fang mal langsam an und eins nach dem anderen und erzähl einmal selber einfach, was du so erlebt hast. Ja, also als ich mit Alpha Phase begonnen habe, habe ich noch studiert und wusste nicht, ob das Richtige ist. Schrieb Muri eine verzweifelte E-Mail, ob er mir da helfen kann, beziehungsweise ob Alpha Phase mir helfen kann. Dann habe ich mit Phase 1 begonnen. Wow, was ist passiert? Ich habe mein Studium geschmissen. Wie, du hast da... Du kannst doch nicht einfach direkt dein Studium schmeißen, das kann doch nicht wahr sein. Doch, das ging ganz gut. Das war, herzlich willkommen zum 21. Teil Vision mit System. Ich schlage einfach mal vor, dass wir jetzt in die Du-Form übergehen. Mittlerweile hast du mich ja näher kennenlernen können. Also, möchtest du dich jenseits aller Therapien, Seminare, Sessions möglichst schnell und effektiv entwickeln? Ja, und dabei noch alle verbliebenen alten Muster loswerden? Möchtest du dich herausentwickeln aus allen alten Gewohnheiten und Verhaltensautomatismen, die nicht länger zu dir gehören? Die meisten kennen viele Ursachen für alte Muster und sind auch schon viele Muster losgeworden. Aber möglicherweise schlummern da ja noch ein paar Gewohnheiten im Unterbewusstsein, sodass du nicht wirklich du selbst bist. Die unbewussten Gewohnheiten beeinflussen dich noch immer, weil sie in dein Unterbewusstsein geglitten sind. Sie stören und bremsen deinen Selbstausdruck, indem sie deine Gedanken formen und Handlungsmuster vorgeben. Einigen sind diese sogar bewusst. Sie würden es vorziehen, sie nicht zu haben, und doch behalten sie sie irgendwie bei, ohne es selbst erklären zu können. Ich schlage dir vor, es ist Zeit, all diese Dinge loszuwerden. Ja, hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Sagel. Ich wohne in Kerpen bei Köln, bin 36 Jahre alt und eigentlich Immobilienmakler, habe 2 Kinder, bin verheiratet und ja, habe den Nuri Tiere jetzt schon vor Jahren kennengelernt. Er hat mir irgendwann per Xing, glaube ich, seine gratis Alpha Phase 1 angeboten und ich glaube, vielen von uns ging es so, dass man damit angefangen hat. Ich habe also die Datei runtergeladen und hatte dann wochenlang mir vorgenommen, diese Datei auch mal auf CD zu brennen und irgendwann anzuhören oder auf einem MP3-Player. Naja, jedenfalls hatte ich auf diese 30 Minuten freie Zeit gewartet, wo ich mir diese CD mal anhöre. Und irgendwann kam also doch dieser Moment, wo also Kinder aus dem Haus waren, wo ich keine Termine hatte, keine Telefonate und so weiter. Einfach ein ganz ruhiger Tag und habe mich dann auf die Couch gelegt und diese CD gehört und war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also das hat mich recht tief bewegt und womöglich auch bei meinem Buchprojekt unterstützt, möchte ich doch sehr annehmen. Ja, jedenfalls mit dem Nurit verbindet mich also bis heute sehr, sehr viel. Wir teilen sehr viel per Xing, per Facebook aus, teilen die gleichen Interessen und Ausrichtungen, positive Gedanken und auch mit dem kulturellen Austausch, interreligiösen Zusammenarbeit und so weiter, sind wir völlig auf einer Wellenlänge. Also er wurde mir ein guter Freund und vor allem wurde er auch ein Fan meines Buches, was mich natürlich ganz besonders stolz macht. Ich möchte gerne hier nochmal dafür werben, Alles Eins, ein sehr schönes Buch. Ja, ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen, dass sie ebenfalls mit Alpha Phase diese guten Erfahrungen machen. Und
ich bereue es bis heute nicht, dass ich auch mal noch weitere Dateien davon mir beschafft habe und angehört habe. Also viel Spaß, viel Erfolg und denkt immer daran, Gedanken werden wahr.